Hey, ich bin Anton und spiele in Der Krieg und ich den Kurt. Hallo, ich bin Nina und spiele in Der Krieg und ich die Sandrine. Kurt nimmt dich mit in die Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Die Figur, die ich spiele, ist frei erfunden. Orientiert sich aber an wahren Geschichten, die Kinder in ihren Tagebüchern oder Briefen aufgeschrieben haben. Es geht um Krieg, Bombenangriffe und Flucht. Kinder wurden von ihren Eltern getrennt oder mussten Soldaten sein. Wir erzählen dir davon, weil wir nicht wollen, dass so etwas nochmal passiert. Am besten du schaust dir die Serie mit einem Erwachsenen an. Weitere Infos findest du auf www.derkriegundich.de. Wir wollen euch mitnehmen auf eine Reise in die Vergangenheit, in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ich will auch endlich dazugehören. Wir machen weiter, wir geben nicht auf. Endlich sind wir Soldaten. Ich will, dass der Krieg aufhört. Mama, Papa, wo seid ihr? Ich muss nur vorsichtig sein. So etwas soll nie wieder ein Mensch erleben müssen. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Der Zweite Weltkrieg. Kinder wie wir haben ihn vor langer Zeit erlebt. Und wir wollen euch davon erzählen. Frühjahr 1945. Der 15-jährige Justus will mit seinen Freunden für Deutschland kämpfen und ist bereit, in den Krieg zu ziehen. Endlich sind wir Soldaten. Jetzt werden wir es ihnen zeigen. Und weiter geht's, der Nächste. Also ich will unbedingt eine MP40. Was? Die MP40 kann doch gar nichts. Das Schummgewehr 44 ist viel besser. Hast du damit schon mal geschossen? Nein. Was kann das denn? 500 Schuss in der Minute. Das kann die MP40 doch auch. Ja, aber das Stummgewehr 44 ist viel handlicher und schießt vollautomatisch. Nicht schlecht. Da können die Amis einpacken. Schau dich mal Kurt an. Der sieht aus wie eine dicke Vogelscheuche. Kurt ist unsere beste Geheimwaffe. Gefürchteter ist die V2. Die Amerikaner werden sich über ihn totlachen. Ach ja? Vor dir haben ja nicht mal... Na? Was denn? Vogelschreck? Wo ist der denn? Wer? Wie die deine Blödsprüche interessieren. Ach. Braucht Kurtchen Hilfe von Mama Justus? Nein, braucht er nicht. Ich find's einfach fies, dass du andere fertig machst. Komm gleich die Tränen. Keine Angst. Dich mache ich am Schießstand fertig. Hier werde ich's zeigen. Was denn zeigen? Wenn du am besten daneben schießt? Ich schieße das erste in den Panzer ab. Wirst schon sehen? Spuck nur große Töne. Aber denk an den Gegenwind. Pass bloß auf. Achtung! Was ist denn hier los? Der Feind steht auf Heimatboden und bedroht unser Leben. Die Lage ist ernst. Ihr seid Soldaten und keine kleinen Kinder, also benehmt euch auch so. Was ist denn das? Der ist hier so alt wie mein Opa. Damit sollen wir kämpfen? Aber wir wollen nach Deutschland retten. Ist doch egal. Hauptsache es schießt. Die deutsche Armee führt seit über 5 Jahren Krieg. Auf Befehl des Diktators Adolf Hitler greift Deutschland 1939 Polen an, beginnt damit den Zweiten Weltkrieg und bringt über Europa Zerstörung und Leid. Großbritannien, Frankreich, die Sowjetunion und die USA wollen Europa von den Nationalsozialisten befreien und drängen die deutsche Armee immer weiter zurück. Doch Adolf Hitler will nicht aufgeben. Weil es nicht mehr genug Soldaten gibt, müssen gegen Ende des Krieges auch alle Jungen ab 16 und alte Männer Deutschland verteidigen. Sogar 15- und 14-Jährige melden sich. Achtung, Deckung! Vorauf, Marsch! Innerhalb von wenigen Wochen sollen sie zu Soldaten ausgebildet werden. Achtung, Deckung! Vorauf, Marsch! Schon wieder Geländeübung. Wann dürfen wir endlich richtig kämpfen? Marsch, los! Zackig, zackig! Das ist hier kein Ferienlager, jetzt wird's ernst! Ihr wollt dem Amerikaner doch zeigen, was nach ist! Justus, bitte, Hilfe, ich kann nicht mehr. Kurt, geh doch nach Hause zu Mama. Nicht da. Kurt, wir brauchen dich. Aber auf Kameradenschweine wie dich können wir verzichten. Denk doch mal an unser kaputtes Zuhause. Deswegen sind wir doch hier. Wir geben nicht auf.
auch wenn uns diese verdammten Briten und Amerikaner mit ihren Bomben kleinkriegen wollen. Die erste Bombennacht. Schrecklich. Das Beben. Der Lärm. Ich hab solche Angst gehabt. Schutt und Asche. Überall. Tag und Nacht fallen britische und amerikanische Bomben auf deutsche Städte und verwandeln sie in Trümmerlandschaften. Es ist die Antwort auf das, was Deutschland begonnen hat. Denn zuvor hatte die deutsche Armee bereits viele Städte Europas zerstört. Mit den Bomben trifft der Krieg alle Menschen, nicht nur die Soldaten an der Front. Wir brauchen Helden, keine Schwächlinge. Jeder kann mit der Panzerfaust einen Panzer zerstören. Wie sind noch mal die Merkmale der amerikanischen Panzer, na? Justus. Ein Sherman ist, das sag ich ehrlich, von vorne gar nicht ungefährlich. Ist ziemlich schnell, auch merkt ihr ständig. 6 Rollen, runde Kanten, wendig. Gut. Ihr müsst also nur Ruhe bewahren und richtig zielen. Dann wiederholen wir jetzt noch mal die Grundbedienung. Kurt. Erst scharf machen. Vor dem Schusssicherungsdraht lösen, Visier hochklappen und auf ihn sichert stellen. Na, wenigstens hier versagst du nicht. Versucht, so nah wie möglich ranzukommen. Richtig angewendet ist die Panzerfaust eine unserer besten Waffen. Damit schaffen wir den Endsieg. So, jetzt mal Schluss mit der Theorie. Der erste von euch darf jetzt mal zeigen, wie gut er zielen kann. Ich. Nein, ich, Herr Leutnant. Position beziehen! Alle Mann! Achtung! Deckung! Adolf Hitler verspricht, dass Deutschland mit sogenannten Wunderwaffen doch noch siegen könnte. Mit Waffen wie der Panzerfaust, Superkanonen, neuen U-Booten und Raketen wie der V1 und V2. Das V steht für Vergeltung. Die V2 ist die erste Raketenbombe und der Vorgänger für alle späteren Raketen, die bis in den Weltraum fliegen. Sie sind so schnell, dass sie lautlos und ohne Vorwarnung einschlagen. Sie bringen Leid und Zerstörung. Den Kriegsverlauf ändern können die Wunderwaffen nicht, denn die deutsche Armee ist mittlerweile überall auf dem Rückzug. Doch viele Jugendliche glauben noch an einen Sieg. Gruppenführer vortreten! Ich gelobe! Ich gelobe! Dass ich für meine Heimat tapfer kämpfen und lieber sterben werde! Dass ich für meine Heimat tapfer kämpfen und lieber sterben werde! Als die Freiheit und die Zukunft unseres Volkes aufzugeben! Als die Freiheit und Zukunft unseres Volkes aufzugeben! Ihr tapferen Soldaten, der Führer hat uns zu den Waffen gerufen. Wir werden unsere geliebte Heimat, die uns höher steht als das eigene Leben, bis zum letzten Atemzug verteidigen. Bis zum letzten Atemzug verteidigen. Endlich geht es los. Ich bin Gruppenführer und werde uns zum Sieg führen. Es gibt viele Jungen wie Justus. Wir wollten endlich Männer sein. Wir glaubten an die Wunderwaffe, die kommen und den Endsieg bringen würde. Unsere Begeisterung kannte keine Grenzen. Wir waren überzeugt davon, das Ruder herumreißen zu können. Man müsste uns nur ranlassen. Jungen und Mädchen in Deutschland sind mit den Nationalsozialisten groß geworden. Schule und Freizeit. Die ganze Kindheit wird bestimmt von den Ideen der Nazis. Sie sollen stark und tapfer sein und gehorchen wie Soldaten. Die Nationalsozialisten behaupten, Krieg sei nichts Schlechtes, sondern notwendig und heldenhaft. Was es wirklich heißt, als Soldat zu kämpfen, wissen die Jugendlichen nicht. Noch nicht. Sag mal, Justus, hast du keine Angst? Nein, natürlich nicht. Du etwa? Nein, nein, ich doch nicht. Wovor sollten wir auch Angst haben? Naja, wer will schon gerne sterben?
ist unsere Pflicht, für unser Vaterland zu kämpfen. Und ist es dann nicht auch unsere Pflicht, dies bis zum Schluss zu tun? Und wenn es sein muss, noch zu sterben? Willst du also nicht für Folgen Vaterland sterben? Bist du ein Feigling oder was? Nein, ich bin kein Feigling. Du hast natürlich gar keine Angst. Angst? So gut würde ich selbst an einem Panzer in der Granate springen. Du bist ja verrückt. Das sind doch nur Sprüche. Ich glaube eh nicht, dass wir sterben. Wir sind Deutsche. Wir werden siegen. Diese Vergelter wollen einfach rüberlaufen. Ich verstehe das nicht. Warum glauben die nicht an den Endsieg? Viele Deutsche glauben nicht mehr an einen Sieg. Sie wollen endlich Frieden. Mit weißen Fahnen zeigen sie, dass sie sich ergeben möchten. Zu Kriegsbeginn glaubten die meisten Deutschen, ihre Armee könne nur siegen. Und dadurch wäre der Krieg bald vorbei. Doch die Zahl der Niederlagen steigt. Immer mehr Soldaten sterben oder werden gefangen genommen. Die Nationalsozialisten versuchen trotzdem, die Bevölkerung zum Durchhalten zu bewegen. Die Deutschen sollen bis zuletzt kämpfen und lieber für Nazi-Deutschland sterben, als aufgeben. Das ist euer Einsatzort. Kein Amerikaner darf hier durchkommen. Posten beziehen. Gruppenführer, übernehmen. Jawohl, Herr Leutnant. Peter, Dieter, ihr sichert die Straße von der Scheune. Werner, Manfred, ihr wird die Posten im Hof. Walter, Kurt und alle anderen, ihr folgt mir. Guten Tag. Was ist hier los? Gruppenführerrichter meldet Zivilisten im Hof. Was machen Sie hier? Der Hof ist beschlagnahmt. Aber das ist mein Hof. Ja, jetzt ist er ein wichtiger Verteidigungsposten der deutschen Wehrmacht. Bitte Sie. Der Krieg ist doch so gut wie vorbei. Das entscheidet immer noch der Führer. Und jetzt verschwinden Sie. Das ist ein Befehl! Oh Gott, der Vater unser steht uns bei. Der Befehl ist klar und einfach. Bei Feindkontakt Angriff und halten bis zum letzten Mann. Jetzt könnt ihr den Amerikanern endlich zeigen, was es heißt, sich mit der deutschen Hitlerjugend anzulegen. Wir werden siegen, nicht wahr, Herr Leutnant? Herr Leutnant. Was? Wir werden den Krieg gewinnen, nicht wahr? Ja, ja, ja. Der Führer wird's schon richten. Da können wir uns drauf verlassen. Gut, dann werde ich jetzt eine kurze Erkundungstour machen. Das kann nicht schaden. Du übernimmst das Kommando. Zu Befehl, Herr Leutnant. Sieg! Heil! Jungs, ihr habt's gehört. Bis der Leutnant wieder da ist, hab ich ja das Kommando. Und jetzt alle mal Gefechtsstellen besetzen. Gegen Ende des Krieges müssen die meisten Deutschen sogenannte Kriegsdienste leisten. Frauen schippen Gräben und Erdwälle zur Verteidigung. Mädchen pflegen Verwundete. Die Jungen bedienen Geschütze, um feindliche Flugzeuge abzuschießen oder kämpfen direkt an der Front. Eine Kindheit ohne Krieg gibt es nicht mehr. Wenn Sie dort runterkommen, ja, dann sagst du uns sofort Bescheid. Alles klar. Alles unter Kontrolle. Klaus als Wache. Was wollen Sie? Ist der Leutnant gar nicht da? Nein, der ist kurz weg. Ich habe so langes Kommando. Sagt mal, Jungs. Ihr habt doch sicherlich Hunger, oder? Ich hab euch hier Bratkartoffeln mitgebracht. Ja, wir sterben bald vor Hunger. Na, dann greift zu. Mir das duftet. Wir zu Hause. Ich liebe Bratkartoffeln. Bitte, Jungs. Geht nach Hause. Was soll das? Hört auf damit. Geh weg. Die Amerikaner sind schon hierher unterwegs. Das wird nicht lange dauern, dann sind sie hier. Ja, genau darum sind wir hier. Wir werden die aufhalten. Aber wie wollt ihr die denn aufhalten? Wer sind wir denn? Lass uns doch nicht mit Bratkartoffeln bestechen. Aber noch ist es Zeit. Noch ist noch nichts passiert. Noch könnt ihr gehen. Wir haben einen Befehl.
Und den erfüllen wir auch. Was denn für ein Befehl? Ihr seid doch junge Bengels, ihr gehört in die Schule und nicht an die Front. Denkt mal an eure Mütter, die wollen euch heil wiederhaben. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Wir sind Soldaten und keine kleinen Kinder mehr. Soldaten. Ihr seid so jung. Ihr habt euer ganzes Leben noch vor euch. Das ist hier kein Spiel. Wenn ihr jetzt kämpft, da schießen die ja alles zusammen. Die Amerikaner, sie kommen. Alle Mann Gepäckstände besetzen. ...1944 greifen die Amerikaner in die Kampfhandlungen in Europa ein. Gemeinsam mit Soldaten aus anderen Ländern befreien sie Frankreich. Dabei nutzen sie schlaue Tricks, um die Deutschen zu überlisten. Sie bauen eine ganze Armee von Panzern aus Pappe, Holz und Gummi. Von Weitem sind die Gummipanzer als Fälschungen nicht zu erkennen. So locken sie die deutschen Truppen in falsche Richtungen. Den Vormarsch der Amerikaner kann die deutsche Armee nicht mehr aufhalten. Sie kommen. Es ist soweit. Eins, zwei. Das werden ja immer mehr. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Das sind 3 Panzer, die wir abschießen können. Sind das Sherman? Ja, sieht man doch. 6 rollenrunde Kanten wendig. Klugscheiße. Kinder, nehmt doch Vernunft an. Die schießen ja alles zusammen. Gehen Sie. Bitte, bringen Sie sich in Sicherheit. Das sind zu viele. Justus, schau mal. Verdammt, das sind zu viele. Das schaffen wir nie. Es sind immer mehr. Die sehen gefährlich aus. Wie richtige Soldaten. Na und? Wir sind Deutsche. Wir haben Moral und Kampfgeist. Und unseren Führer. Aber die sind 8 oder 10 Mal so viele wie wir. Und schwer bewaffnet. Die Amerikaner verfügen über genügend Soldaten und besitzen unglaublich viele Flugzeuge, Panzer und Waffen. Sie können ohne Probleme auch immer mehr herstellen. Und ihre Soldaten sind sehr gut ausgebildet. Dieser Übermacht stellt Adolf Hitler Kinder und alte Männer entgegen. In unzähligen Schlachten hat er bereits hunderttausende deutsche Männer sterben lassen. Ohne Erfahrung und mit viel zu wenigen Waffen sollen sie einen viel stärkeren Gegner aufhalten. Der Leutnant hat uns allein gelassen. Jetzt bin ich schuld, wenn wir hier draufgehen. Wo bleibt Leutnant Weber? Das frage ich mich auch. Oh, Backe. Was machen wir jetzt? Justus? Justus! Mein Code, ich weiß es doch auch nicht. Aber kämpfen. Dafür sind wir doch hier. Ich glaube, wir sollten abhauen. Alles andere wäre Wahnsinn. Das ist Befehlsverweigerung. Dafür kommst du vor das Standgericht. Leutnant Weber ist abgehauen. Du bist so dämlich. Er hat uns hier sitzen lassen. Pass auf, was du sagst. Du redest schon wie ein Verräter. Das reicht jetzt. Es bringt nichts, wenn wir aufeinander losgehen. Viele Soldaten wollen nicht mehr kämpfen. Doch sie fühlen sich verpflichtet, den Befehlen bis zuletzt zu gehorchen. Ich gelobe, dass ich für meine Heimat tapfer kämpfen und lieber sterben werde. Und wer von der Front flieht, setzt sein Leben aufs Spiel. Ausreißern, sogenannten Deserteuren, droht das Standgericht. Das bedeutet, sie können von den eigenen Kameraden erschossen oder aufgehängt werden. Walter, was hast du vor? Na, was wohl? Ich will einen Panzer abschießen. Bist du wahnsinnig? Ich gebe immer noch die Befehle, ist das klar? Ja, dann wirst du nur noch warten, bis die alle in Berlin sind. Nein, aber wir warten. Keiner schießt! Für Führer, Volk und Vaterland. Walter, nein! Ich glaub es nicht. Du hast wirklich geschossen. Klar. Und? Du hast nicht getroffen. Jetzt wissen die, wo wir sind. Verdammt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Musik
Lieber Gott, bitte steh uns bei. Aufhören. Bitte aufhören. Ich wurde getroffen. Ich wurde getroffen. Justus, lass mich nicht allein. Alle raus hier. Sofort alle raus. Los. Sie schießen nicht mehr. Ein Glück. Es hat aufgehört. Kinder erleben, was sie nicht erleben sollen. Sie sind viel zu jung für das, was sie sehen und tun. Viele Länder setzen im Zweiten Weltkrieg Kindersoldaten ein. Ich hatte Angst, aber wir mussten weiter. Ich dachte, du musst kämpfen. Es war wirklich zum Verzweifeln. 4 Tote, 10 Schwerverletzte und doch 2 Vermisste. Obwohl wir alle schon Tote gesehen haben, es ist schrecklich zu sehen. Der Krieg hinterlässt nicht nur körperliche Wunden, sondern vor allem seelische. Und? Ist es das, was du wolltest? Der Leutnant hat doch befohlen. Feindkontaktangriff. Ich hab gesagt, nicht schießen. Nicht schießen. Ja, ich weiß. Wir haben Riesenglück, dass noch keiner draufgegangen ist. Ich will nach Hause. Alles ist gut. Nein, nichts wird gut. Es war nur der Anfang. Wir werden alle sterben. Keiner wird sterben, ja? Bald bist du wieder daheim und futterst leckeren Kirschkuchen. Was machen wir jetzt? Das sollte doch alles ganz anders laufen. Justus, Justus. Du hast das Kommando, bitte. Du musst etwas tun, schnell. Wir können Deutschland nicht retten. Aber vielleicht unser Leben. Gib mir deine Waffe. Wir wollten doch Helden sein. Keine Feiglinge. Wir sind keine Helden. Sieh dich doch um. An der Front holt die Kinder die grausame Realität ein. Krieg ist kein Abenteuer. Soldaten haben Todesangst und sind froh, wenn sie mit ihrem Leben davonkommen. Spread out! We got them! Hands in the air! Where I can see them! In Wahrheit bringt Krieg nur Leid. Down. Hands up. Come on. What the hell? They are all babies. Let's go. My God. All right, let's go. War is over, kids. Wir dachten wirklich, dass wir siegen können. Tja, ich weiß. Es war alles eine große Lüge. Und was wird aus Deutschland? Das wird sich finden. Viel wichtiger ist, dass ihr lebt. Der Führer? Was ist das für ein Führer, der Jungs wie euch in den Kampf schickt? Deutschland hat verloren. Aber wir? Wir gewinnen unser Leben zurück. Ohne Krieg. Ja. Wir leben. Justus und die anderen Jungen kommen für einige Zeit in amerikanische Gefangenschaft. Der Krieg ist für sie vorbei. Für die Tschechin Eva noch nicht. In der nächsten Folge wird sie in ein Konzentrationslager verschleppt und sieht ihre Freundin Renata wieder.